Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, jetzt Gilde Nummer 2. Rumble Time. Müssen wir mal schauen, wie es aktuell aussieht. Eigentlich ganz gut. Noch anderthalb Stunden ungefähr. Ein Dreiviertelstunde noch zu spielen. Jetzt wollen wir mir hier noch die letzten Matches machen. Monique. 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 So. Lass uns schauen. Also, Chicken Fight. Eine Tina. Und Monique ist bezwungen. This lady is down. This lady is down, man. She's down. So, weiter geht's. Kai S109. Ja, dann machen wir das hier. Da will ich gar kein Risiko eingehen. Da wird gleich hier reingeballert. Gleich Druck machen. Pressure, Pressure, Pressure reinhauen. So. Wird auch gar nicht weiter jetzt kombiniert oder so. Ich will tatsächlich einfach den Punch nach vorne haben. Gegen KS 97 Punkte. Jawohl. Weiter geht's. Gegen Shibi. Shibi, Shibi, Ship, Ship. Shibi, Shibi, yep, yep. So. Es werden 41, 35. Komm, dann nehmen wir die 41. Hauen wir mit den 41 rein, dann ist der in der nächsten Runde wahrscheinlich eh gleich platt. So, bam. Hier noch den Hip-Hop Bob hinterher. Oh, der könnte gleich unter Umständen weg sein, je nachdem. Balloon Sniper ist fort. Schon immer gut. Balloon Sniper ist fort. Shibi. Shibi, Shibi. Yep, yep. Sieben von zehn. Noch sechs Stück. Danach offen. Gegen Chad Luca. Auch wieder drauf. So, darf gar nicht erst zum Zug kommen, der Kollege. Das war's jetzt schon. Kann er jetzt gar nichts mehr machen. Feierabend. Jetzt kann ich hier einfach das wegskippen. Boom, Shakalaka. Über 60 Schaden auf Slot 1. Da passiert gar nichts mehr. Und nochmal Monique. Aber jetzt habe ich irgendwie nichts wirklich Anständiges hier. So, ah, jetzt kommt Pimp My Slay mit dem Hip-Hop-Hop. So. Das war's. Monique, eine glatte 100. Eine glatte 100. So. Weiter geht's. Ja, das sieht, glaube ich, nach einem souveränen Sieg aus. Bind or. Bind or dor. Ja, jetzt habe ich eigentlich einen kleinen Fehler gemacht, aber er wird mich nicht großartig jucken, weil er heilt sich eh wieder hoch. So viel Schaden kann er gar nicht abbekommen. Trotzdem darf ich jetzt nicht leichtsinnig werden. Ich will ja meine Punkte nicht vergeigen. Hier nochmal 100. Bind or dor. Bind or dor. Bind or. So, noch vier Matches, dann haben wir den auch. Jetzt haben wir hier, oh, Stefan D. Ah. Lechelic. Oh mein Gott. Kann ich jetzt schon wegskippen? Da kann ja gar nichts mehr kommen. Wann habe ich das letzte Mal eine graue Karte gesehen? Juhu. So, noch drei. Ja, gut. Also der
So, Low Budget Man soll das bedeuten. Oh, cool. Low Budget Man klingt nice. So, kann ich auch wegskippen. Sehe ich jetzt schon auf Anhieb eine glatte 100. Brauche ich gar nicht weiter zu kämpfen. Bei einem Low-Budget-Man mit den Karten, die er da ausspielt, da kann nicht viel kommen, was gegen meinen Peter da anstinken kann. So, haben wir einen Bender. Auch hier wiederum die Möglichkeit. 35 Schaden. Ich könnte jetzt hier 34 Schaden. Es gibt jetzt diverse Möglichkeiten. Ich brauche bei dem aber nichts mit Craze oder so. Weil da kommt nicht viel. Da kommt nicht viel und dann ist er auch schon weg hier. Auch wieder eine glatte 100. Mercy Main. Kann man dann schon auf Anhieb erkennen. Meistens sieht man es schon anhand der Leben. Also es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo einer 50 Leben hat oder so und dann mit einem Hammer Deck daherkommt, ja. Habe ich aber auch schon gehabt. Also gab es auch schon. Nein! Uff, die will ich gerade gespielt haben. Machen wir die Dream Gitter und dann war es das wahrscheinlich schon. Was kommt als nächstes? Gut, bei dem will ich jetzt mal ein bisschen aufpassen hier. Weil er immerhin ja mal hier über 70 Leben hat. Aber jetzt kann ich das auch wegskippen. So, ja, eine glatte 100. Ja, Mann. Das war's. Bam, boom, Schakalaga. So, noch eine Stunde 40 zu spielen. Gucken wir mal bei denen, wie es aktuell aussieht. Die haben schon mit 39, was, 39 haben da schon gekämpft. Okay. Okay. Gut, man muss jetzt mal davon, aber ja, sieht man, Alter. Oh mein Gott. Viele Punkte. Oh mein Gott. Na, hier oben kommen wir mal ein paar. Chris hat die meisten Punkte geholt. Okay. Guck mal bei uns hier. Homer J. Momentan absolute Überraschung. Ist noch, der kam relativ frisch zu uns. War auch noch nicht so stark und jetzt auf einmal schon auf Platz 1 hier. Mein lieber Scholli. Congrats, Homer J. 986 Punkte geholt hier. Alter Vater. Man. Crazy. Zardos, 91 Chililil, Ritalin, Ruffy Traffy, Manubaya, Outlaw Deke, auch relativ neu gewesen, war auch, glaube ich, ein Level 10er, als er zu uns kam oder sowas. Dreifuchs, Joseph, war auch relativ frisch. Knuckster, Simal, Veni, X-Strike, Badass Charlene, Wovan, Stewie, Lord Universe, Beneather, Andrelo, Toelies, Nords, Place to Tag, Georgios, Gabriel D. Joan Ricardo, Mark Fowl, Magolover 500, Alexander, Fanzinho BR, Sleepy Anderson, Ken Verga, Suarez, Raulito, Eisenzwerg, Quarkmüller, Fred, der P, Slimchi, Max, Bobob. Ja, und bei mir kommen auch noch ein paar drauf. Also, ja, eine Stunde 40, was soll da noch großartig passieren? Also, ich glaube, wenn ich mir die Punkte bei denen angucke, wenn ich jetzt die Gegner gesehen habe eben gerade. Da war ja jetzt nicht wirklich irgendwas mega Starkes dazwischen. Seid mir nicht böse, wirklich. Also, falls ihr, ich meine, es ist eine deutsche Gilde, falls ihr das Video seht, Deutsche Liga der Gentlemen, ja, das ist nicht böse gemeint, um Gottes Willen. Ja, das nicht falsch verstehen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das reichen wird. Aber vielleicht überrascht ihr uns ja noch. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Medium gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.